Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Imperialism. Wir sind das letzte Mal in die Gegenoffensive gegangen und haben einen großen Teil von Ordun erobert. Ich muss zugeben, ich habe ein wenig geschummelt. Ich habe mir das letzte Mal, nachdem ich gespeichert habe, noch ganz kurz angeschaut, was in Ordun so in etwa steht. Und das, was hier aufgelistet ist, ist schon ziemlich passend zu dem, was drinnen steht. Da steht wirklich viel Zeug drinnen. Und zwar viel Zeug, das ziemlich gefährlich ist. Ja, ich glaube, es ist keine Untertreibung, wenn ich sage, dass wir Ordun nicht sehr einfach erobern werden. Was ich versuchen werde allerdings ist Folgendes. Ich werde diese zwei Gebiete hier noch, Oban und Dunmore, versuchen zu erobern und dann werde ich ihnen anbieten, einen Frieden zu schließen mit mir. Vielleicht gehen sie das ja ein. Das wäre ganz toll. Und danach können wir uns auf andere beschränken. Wenn sie nicht eingehen, den Frieden, dann würde ich fast sagen, werden wir wahrscheinlich da Kartei oder wie heißt die, was, ja, Kartei runtererobern. Zunächst einmal die Hauptstadt und dann den Rest. Aber wie schon gesagt, das ist etwas, das überlegen wir uns nachher. Ja, machen wir Endturn. Ja, ich weiß. Unsere Hauptstadt ist offen für irgendwelche Böslinge. Ja, Excellency, that minor nation is too deeply under the. Ja, was auch immer. Und Haxako bietet uns wieder ein wenig Stahl an, das akzeptieren wir natürlich. Cotton nehmen wir auch. Wir kaufen alles. Was. Das heißt, wir können das ruhig alles aufkaufen. Wir geben sämtliches Geld aus, das wir haben. Und ja, wir machen ein Plus von 26.000 pro Runde. Das ist unfassbar. Und wir haben wieder eine Ironclad. Schauen wir mal. Ah, wir haben hier noch was gefunden in den eroberten Gebieten. Das bedeutet, wir werden. Oh, da können wir gar nicht so viele bauen. Da können wir noch einen Bahnhof herbauen. Können wir da noch einen Bahnhof herbauen? Ich glaube schon. So, und du kannst daher gehen. Müsste ich auch weiter darum. So, und du, mein Freund. Ja, baust du einfach weiter aus, oder? Gibt es noch irgendetwas, was wir erreichen können mit unseren Bahnhöfen, das nicht ausgebaut ist? Hm, schaut nicht so aus. Eins. Ja, hier haben wir noch einen Bahnhof und nicht ausgebaute Bereiche.
noch ausbauen. So, ihr, ja, ihr werdet euch ein wenig erholen. Und ihr, baut nochmal die aus. Ihr geht weiter danach runter und erobert mal das da. So, was haben wir hier? Ich bin mir nicht sicher, ob wir da rein wollen. Wollen wir da rein? Vielleicht. Eine riskante Sache. Na gut. Ja. Wir haben noch immer. Wow. Können noch immer so viel nach Hause bringen. Was auf jeden Fall nach Hause bringenswert ist. Wir haben da noch 10 Bretter. Unglaublich. Ah, 8 Stoffe. Was sollen wir da zurücklassen? 31, 15, 15. Ich glaube, Essen können wir auch nicht zurücklassen. Nein, wir haben jetzt schon zu wenig Essen. Mal das so und so und so. So, 31, 16, 15 und wir transportieren 31, 15, 15. Falsch. Mal schauen, wie viel. Wir haben noch 19 Äpfel, das heißt, wir können da noch eine Weile auskommen ohne diese Äpfel. Wir brauchen auf jeden Fall mehr davon. Mehr Transportkapazität. Okay, schaut gut aus. Gut, wäre irgendwie schön, wenn wir eine Allianz mit Haxako zusammenkriegen würden. Das wäre schon schön. Ja, ich weiß. Was soll ich tun? Wir kaufen dieses ganze Zeug. Kristall ziehen.